Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Zelda The Phantom Pain. Nee, Quatsch, das war Metal Gear Solid. Zelda Phantom Hourglass. Ja, ich war gerade ein bisschen verwirrt, weil ich habe gerade eine Figur umgeschmissen, genau dann, als ich auf Play gedrückt habe. So, ja, wir haben nun endlich den Weg gefunden durch den Nebel und mal schauen, wo wir jetzt hier sind, wie wir hier rauskommen. Ah ja, okay, perfekt. Oh. Kommt noch mehr davon. Oh, was jetzt? Schau, Link, da ist ein seltsames Sonnenemblem auf dieser Tür. Ich frage mich, ob wir sie öffnen können. Rühr mal die Tür. Ich glaube zwar nicht, aber... das hat nicht geklappt. Es öffnet sich nicht. Aber dieses Wappen ist irgendwie komisch. Hey, zeichne das Wappen doch auf deine Karte, damit wir es nicht vergessen. Okay. Aber dann, ich mache erstmal hier... Boom. Okay, so. Karte zeichnen. Einfach irgendwo hin, schätze ich mal. Das ist ja egal. Ja, es ist halt ein Sonnenwappen. Mal es einfach so. Oh Gott, ey. Verdammt. Es sah so gut aus. Jetzt habe ich es auch verkackt. So, zack, da ist ein Sonnenwappen, keine Ahnung. Warte mal, ich mach noch was. Wie macht man Schlüssel einfach so? Verdammt, Mann. Ich bin schon so ein Zeichenkrüppel manchmal. So. So, das ist doch ein super Schlüssel geworden. Okay, irgendwas mit Sonnenwappenschlüssel. Alles klar, gut, gehen wir. Achso, mehr gibt's ja hier nicht, ne? Können wir eigentlich wieder gehen? Ja, hallo. Dem Sohn sage ich nicht Bescheid, der soll die Scheiße selber suchen, wenn er irgendwann reif genug ist. Und wir düsen jetzt weg. Hallo, Lineback. Was? Du weißt tatsächlich, wie wir zum nördlichen Meer kommen? Die Route war auf einer Karte verzeichnet, ja? Der sagt mir, dass du sie dir notiert hast. Also hast du sie das notiert? Hast du, ja, habe ich. Wie wäre es, wenn wir laufen dann aus, der Nebel wartet. Ja klar, let's go. Ich habe nicht ewig Zeit, okay, Lineback? Mach einfach hin jetzt. So. Warte mal, wir können ja erstmal dahin düsen. Ich will nämlich wissen, was sich da für eine Insel versteckt. Ah, die sehen wir ja sogar. Da oben ist eine Kiste. Und weg sind wir. Ja, ja. Was jetzt? Schau da. Diese Insel ist nicht auf unserer Karte verzeichnet, Link. Und es ist, sieht so aus, als könnten wir dort anlegen. Ja, ich habe sie auf unsere Karte eingezeichnet. Wollen wir Kurs auf sie nehmen? Ja. So, dann mache ich eine neue. Zack. Huch, und sie hat abgehauen, ich glaub's nicht. Wegen dem Kurswechsel jetzt, oder was? Diese Schweine. Ich war gerade schon voll ready drauf zu schießen. Oh, ich war gerade schon auf der Insel. So, cool. Mal kein Brief. Wahnsinn. Hier gibt es ein bisschen... Oh mein Gott, hallo. Der Schrein auf der Insel der Lichtgeister. Die Lichtgeisterdiener kamen vor langer Zeit hierher auf der Suche nach einem Weg, das Böse zu besiegen. Die drei Lichtgeister benutzten die Lichtgeisttropfen, um die Macht zu erlangen, die sie brauchten. Okay. Huch. Creepy. Noch mehr Text. Alter, immer das Geld... 10 Lichtgeisttropfen geben dem Lichtgeist große Kraft. 20 Lichtgeisttropfen sind vonnöten, um seine volle Kraft hervorzubringen. Okay. Rüste dich mit erstarkten Lichtgeistern aus, um deine eigenen Fähigkeiten zu verbessern. Öffne deine Sammlung und berühre das Lichtgeist-Symbol, um einen Lichtgeist auszuwählen. Wenn du denselben Lichtgeist ein zweites Mal berührst, legst du ihn wieder ab.
Du kannst die Kraft deines Lichtgeistes nur benutzen, wenn du ihn gewählt hast. Merk dir das. Warte mal, jetzt bin ich verwirrt. Waren es nicht die? Ne, es sind Krafttropfen. Lichtgeist. Ich habe keine Ahnung, was die meinen. Hallo. Link. Ich bin die Dienerin der Göttin der Lichtgeister, die in dieser Quelle wohnt. Ich habe schon auf dich gewartet. Der Lichtgeist, der mit dir reist, hat noch nicht sein volles Potenzial entfaltet. Um seine Kraft zurückzugewinnen, musst du die Lichtgeisttropfen finden, die in aller Welt verteilt sind. Dann musst du sie hierher bringen. Sammel diese und der Lichtgeist entfaltet seine wahre Stärke. Dann wird er dir bei deinen Abenteuern sogar noch nützlich sein. Welche Lichtgeisttropfen willst du da reichen? Kraft? Ich habe nur einen. Ja, bitteschön. Bisher hast du zwei Krafttropfen gefunden. Ich habe sogar zwei. Schau, siehst du mal. Du musst noch 8 Lichtgeisttropfen finden, bevor die Fähigkeit des Lichtgeistes der Kraft sich verbessert. Ja, die Leute wollen so fucking viel dafür. Ich glaube 500 Rubine oder so. Kein Tropfen, Mann. Arsch offen. Oh, eine Kiste. Oh, Muttropfen. Perfekt. So, aber hier rüber kann ich nicht. Nee, okay. Ja, okay, gut, ich hätte es auch vorher schon sehen können. Naja, gut, dann hauen wir mal ab, oder? Hi, Lineback, es hat dir nichts gebracht. So, wir hauen wieder ab, tschüss. Wir haben noch einen weiten, weiten Weg vor uns. Der viel zu lange dauert. Weil das Schiff so scheiße lame ist. Also, fucking lahm. Aber warte mal, das war mir ein bisschen zu geschwungen. So. Und weg sind wir, ja, ja. Warte mal, ich glaube, man konnte die Möwen auch abschießen. Mit ein bisschen... Ah ja, tatsächlich, bumm. Das habe ich früher ausprobiert, deswegen wusste ich, dass da irgendwie was war. Kann es sein, dass man so weit daneben schießt? Konnte man die auch so... Ja, ja, genau, die konnte man auch so wegmachen. Boah, ja, ein paar Sachen weiß ich noch von früher. Crazy. Quatsch, weg mit dir. Ich glaube, irgendwie muss man den ein paar Mal abschießen. Erwischt. Autsch, guter Schuss, Kumpel, aber du sollst wirklich nicht auf alles schießen, was sich bewegt. Man sieht dich. Doch, ich schieße jedes Mal auf dich. Ist mir kackegal. Oh nein, es wird nebelig. Aber ist kein Problem. Denn wir haben eine magische Karte, die uns immer zeigt, wo wir sind. Und so können wir rumcheaten und eine bestimmte Route fahren, die wir gleich benutzen werden. So, wir fahren hier. So. So. Da hoch, da runter. Und da raus und dann dahin. So, es müsste auch klappen. Nach Backbord. Ja, ja, wir müssen schon auf der Linie sein. Natürlich nicht 100% akkurat, aber desto genauer, desto besser. Nee, ich glaube, das ist scheißegal, ob man wäre so dezent müde. Was schon wieder dieses Augending. Dum, dum, dip, dip, dum. Du schon wieder. Meine Reflexe sind einfach zu schnell manchmal. Auch wenn es im Spiel ein bisschen schwierig ist. Aber ich krieg das hin, Mann. Ich bin halt einfach ein krasser Typ, Mann. Oh, Bomben. Oh, voilà, Bomben. Ja, da ist noch eine. Tschüss. Ich muss sagen, ich freue mich extrem auf Spirit Tracks dann nach hier Phantom Hourglass. Denn Spirit Tracks habe ich selber nie gespielt. Ich hab's zwar hier liegen, aber ich hab's nie gespielt, weil ich es halt erst im Nachhinein irgendwann gekauft habe. Aber dann habe ich ja, das ist halt letztes Jahr gewesen.
Also 2023. Und da in der Zeit habe ich ja keinen DS mehr gespielt, deswegen habe ich es nie angefasst. Achso, übrigens. Es gibt einen, sag jetzt mal, Kartenlaser und also, wie kann man das am besten erklären? Es ist halt so ein Gerät, also so ein Plastikteil, so ähnlich wie SD-Kartenlesegeräte oder sowas. Nur eben für DS-Spiele oder N64-Spiele und sowas, da kann man die Module reindrücken, also reinstecken, und dann kann man quasi das mit dem USB-Stick am PC verbinden und dann kann man sich seine eigenen Spiele dumpen, also eine Kopie erstellen. Ist auch gar nicht so teuer. Also, ja gut, es kommt drauf an, wie viel man damit gleichzeitig, also ob das jetzt nur für ein DS ist oder für verschiedene Systeme, kann es natürlich teurer werden, aber ja, damit ihr weißt, woher ich an meine ROMs komme. Also es sind meine Spiele. So doof es klingt, aber ja. Oh, was ist los? Oh mein Gott, du bist da. Hab ihn gar nicht gesehen. Ja, der Nebel halt, ne? Egal, wir sind gleich raus. Gleich haben wir es geschafft, Leute. Der Nebel kann mich mal. Der Nebel ist immer noch da. Oh, ich glaube, das da sind Feinde. Diese komischen Wikinger-Boote da. Oh, wir haben es durch diesen... Sieh dir nur die Sonne an, sie ist so grell. Ja. Boom. Alter, 450 Rubine, nice. Das ist der Crazy Turm, oder was? Der sieht irgendwie doch sehr naturell aus. Nur ganz oben das, was draufgebaut ist, nicht. Und wir sind da, finally. Insel des Windes. Oh, ich kann mich irgendwie grob an diese Form hier erinnern. Oh no, ich glaube, oh nee, ich glaube, ich mochte die damals nicht. Oh, wir sind endlich auf der Insel angekommen. Aber ganz schön windig hier. Ja, das ist ganz sicher die Insel des Windes. Also Link, reite diesen Wind und rette den Lichtgeist. Ich soll den Wind reiten? Ich weiß nicht. Insel des Windes, Sturmwarnung. Okay, Sturmwarnung. Hallo. Die Viecher kennen wir... Oh mein Gott. Kennen wir auch noch aus Wind Waker. Ich glaube, in Wind Waker waren die immer One-Shot. Dip, 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 dip. Hoppala. Ey, ich bin doch hier direkt im Windschutz, oder nicht? Oh mein Gott. Bin schon wieder halb tot, ey. Der Wind, der kann hier echt super sein. So. Aber das Geld fliegt nicht, oder was? Na gut. Dann rüber, schnell. Oh. Mein Gott, diese Fuckviecher, ey. Oh, wenigstens ein Herz. Sturmwarnung, lass dich nicht wegwehen. Okay. Also klar, ich soll da oben rüberspringen, das ist mir schon klar. Aber ich wollte zuerst hier ein bisschen Achsen machen. Okay. So, das machen wir erstmal kaputt. Und gehen da erstmal rein. Hallo. Oh. Herzen immer schön. Geld auch immer schön. Was ist da drin? Oh, Muttropfen. Cool, jetzt habe ich auch schon zwei Muttropfen. Ein Zettel. Und da ist noch irgendwas. Tagebuch des Romantikers. Ach, schon wieder er. Nach Monaten auf dieser Insel entdeckte ich viele kleinere Inseln in der Umgebung, und noch etwas habe ich entdeckt, die Meerjungfrau. Es ist mein nächstes romantisches Abenteuer. Also so ein Fremdgeher oder was?
Okay. Was auch immer das heißt, wir kritzeln es einfach mal nach. Das ist nicht die Karte. Ja. Und dann haben wir einen Punkt ungefähr. Warte mal. Ja. Und der andere ist da. Und warum auch immer ist hier so ein Pfeil. Ich kritzel es einfach nach, okay, so. Ja. Was auch immer das heißt. Ich habe keine Ahnung. Naja, es ist aufgeschrieben, was auch immer es bedeutet. Irgendwas mit einer Meerjungfrau oder so. Jo, dann gehen wir mal nach oben. Wenn der Wind kommt. Ui. Ui. Okay, reicht. Oh. Das ist die Frage, ist das Ding was zum Buddeln oder ist da ein Viech drunter? Können es einfach gleich ausprobieren. Hey, die verlieren auf jeden Fall ganz schön krass viel Geld. Das ist schon despawned. Okay, so. Dann einmal hier bitte. Oh. Dann da drüben. Nice. Hier noch. Wie krass, ey. Ich werde reich, Mann. Reich. Mehr gibt es hier anscheinend nicht. Okay, was haben wir da oben? Okay, da will ich nicht hin, weil dann falle ich wieder runter. Wir gehen da rein. Oh, überall diese Viecher. Mann, ich will einfach nur zuschlagen, aber irgendwie mache ich aus Versehen so, dass es immer aufhebt. Nein! Ja gut. Hat schon mal gut geklappt. Das Geld will ich ja auf jeden Fall haben. Komm her. Oh, noch eine Kiste. Guck mal an. Hätte ich aber hier belohnt. Erst will ich in diese Kiste reinschauen. Was ist da drin? Oh, ein Weisheitstropfen. Jetzt kriege ich aber alles. Und was ist da drin? Eine Schatzkarte. Cool. So, aber da oben komme ich nicht wieder raus. Uiuiui. Ist ja auch egal, ne? Glaube ich, schätze ich, weiß ich nicht. Gehen wir da raus. So, hallo. Oh, schon wieder Viecher. Lass mir auch einfach keine Ruhe. Ui, ui. Diese Mechanik, Wahnsinn. Oh Mann, ey. Dieser verdammte Wind, ey, der regt mich so auf. Oh, den nehme ich natürlich gerne mit. Hier können wir kurz Pause machen. Brauche ich aber nicht. Imagine, jetzt hat es kurz so der Wind aufgehört. Ich bin direkt runtergefallen. Nice. Immer erst rumgucken. Ich einfach blind irgendwo hinrennen. Aua. Hier komme ich hoch. Aber was ist da hinten? Hey, die Karte sagt, da hinten ist irgendwas Interessantes. Okay, bitteschön. Die Kraft, die die Tür des Tempels öffnet, schlummert in den Windmühlen der Wüste. Okay, gut, dann können wir da noch nicht hin. Jetzt müssen wir erst hier hoch. Hui. Oh. Ey, immer von hinten. Ja, so wie es aussieht, komme ich da noch nie rein. Aber ich komme da wieder hoch, also kommen wir runter. Schau, Link, was mag das sein? All diese Flecken auf dem Boden. Sieht aus, als sei hier irgendeine Kreatur oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich hab aus Versehen weggeklickt. Oh, Wind. Ganz viel Wind. Was hier überall raus möchte. Verdammt. Oh. Okay, so. Dann hier auch noch. Wir kommen überall hin, wo wir hin wollen. Geht schon.
Erstmal da, weil hier ist eine Kiste. Oh, noch ein Krafttrupp. Also jetzt werden wir echt damit zugeschissen, ne? Die ganze Zeit kriegen wir nichts davon und jetzt eins nach dem anderen. Oh, ein Herz, den will ich haben. Nein! Ey, das ist so Link gewesen. Aha, wie Link heißt. So Link, wie Link. Okay, da wollen wir auch noch hoch. Ich würde sagen, zuerst da hoch. Okay, nein, oder? Ah ja, gut, es ist einfach nur eine Falle sonst. Also, eine Sackgasse, keine Falle. Was ist da unten? Nix. Okay. I'm so confused. Ich bin... Ach, warte. Nee, oder? Muss man da irgendwie was hinstellen oder so? So confused. Nicht das einfach wieder zubuddeln? Geht das? Muss ich mal ausprobieren. Ja, aber hast du keine Ahnung. Ah ja, tatsächlich. Ja, passt. Einfach Animal Crossing. Easy. Da unten ist auch nochmal was zum Aufbuddeln. Oh mein Jesus. Alter Schwede, ey. Fast 1000 haben wir. Noch 800. Was haben wir hier? Der Held muss die drei heiligen Windmühlen anblasen, um den Pfad zu öffnen. Und für Windmühlen. Okay. Nach dem... Achso, hier. Warte mal. Also dieses Symbol kann ich nicht nachmalen, glaube ich. Ich mache einfach... Ui! Und hier... So ein Windsymbol-Ding halt. Und das da. Okay. Zusammen müssen wir bald hin. So. Auch die Animation erinnert mich sehr an Animal Crossing. So, ich will eine Info. Moin, moin. Kreaturen, die empfindlich auf Geräusche reagieren, leben im Sand. Also lauf langsam, ohne einen Ton von dir zu geben. Und lenk so wenig Aufmerksamkeit wie möglich auf dich. Wenn alles andere versagt, flieh an einen erhöhten Platz, bevor die Kreatur dich findet. Also so gehen. Das kann ja heiter werden. Was? Okay. Dann einfach rennen, scheiß drauf. War ich ja 100 Jahre, ey. Moin, moin. Die Sandkreaturen verschlingen alles, was sie finden. Also fütter sie mit Bomben, dann hast du eine Chance zu überleben. Biss, die Scheiße. War nur ein Rubine. Ich dachte, es wären mehr. Okay. Weiter geht's. Die Herzen schön. Oh shit. Oh mein Gott, das war aber knapp. Aber das ist der falsche, hier brauche ich es nicht. Oh shit. Oh, oh verdammt. Und schnell weiter. Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no. Woo. Okay, also den müssen wir machen. Genau, doch, doch. Aber ich würde sagen, hier machen wir einen Cut. Das geht dann beim nächsten Mal weiter. Bis dahin, neuen Guantanamo. Tschüssi.